Wo ist die Euphorie hin? 2018 feierten hunderte Fans den Aufstieg des Bischofswerder FV in die Regionalliga. Heute hingegen kommen kaum noch 100 Besucher zu den Heimspielen des Tabellenletzten. Nach der Entscheidung, Oliver Merkel, Tommy Klotke und Oliver Birnbaum vom Spielbetrieb freizustellen, werden Rücktrittsforderungen gegen Präsident Jürgen Neumann laut. Er gebe die Regionalliga freiwillig auf, heißt es. Neumann wehrt sich unter Verweis auf die Insolvenz von Wacker Nordhausen, die er dem BFV 08 ersparen möchte. Die von Tommy Klotke betreuten Projekte der Jugend- und Sozialarbeit laufen indessen unverändert weiter, wie sowohl er selbst als auch der Präsident bestätigen. Dazu zählt unter anderem ein Graffiti-Projekt im Jugendhaus B28. Er werde seinen Arbeitsvertrag erfüllen, so Klotke.